Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe zwei Produkte von Gosund, die werde ich nicht einzeln auspacken, die werden wir zusammen auspacken, damit ihr da die Unterschiede seht, und dann werden wir die auch beide zusammen vorstellen, weil es sind im Prinzip die gleichen, fast die gleichen Produkte, bloß in verschiedenen Ausführungen. Wir haben einmal den Smart LED Strip Light. Und ja, smarter LED-Streifenlicht. Und hier haben wir den smarten LED-Streifenlicht Strip. Also hier ist halt Smart und LED, Smart LED, Light, Light. Nee, hier haben wir. Ah, okay, pass auf. Hier, das ist der Smart LED Strip Light. Und das ist der Smart LED Light Strip. So. Das sind die Bienen. Das ist der Smart LED Light Strip. Und das ist der Smart LED Strip Light. Ich habe mir das nicht ausgedacht, Leute. Das ist die ihr ernst. Smart LED Strip Light. Smart LED Light Strip. Das eine heißt Smart LED Lichtstreifen und das andere heißt Smart LED Streifenlicht. Also das kannst du dir nicht ausmalen. Ja. Aber die haben ja beide ihre Berechtigung. Der kleine, das sind 2,8 Meter, 16 Millionen Farben, Musik, Voice Control, also dass er mit Musik geht. Voice Control und Remote Control, also mit Fernbedienung. Beziehungsweise A-Punkt. Das ist der kleine. So. Der große, also der Strip Light, hat 16,4 TFT, TF, keine Ahnung. 16 Millionen Farben, hat der andere auch. Musik und Voice Control, Musik und Voice Control. Remote Play steht hier nicht mit bei. Also, aber Alexa und so steht mit bei. Werde ich euch gleich zeigen. Ich denke mal, ich glaube nicht, dass es. Also, ich glaube nicht, dass Remote Control hier fehlt. Die haben es hier nur weggelassen, warum auch immer. Vielleicht wegen optisch, damit das halt hier besser aussieht oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil ich glaube nicht, dass es fehlt. Beide sind Energiesparstufe A. Steht auch das exakt das gleiche drauf. Im Prinzip. Adapter, hier steht halt noch mehr, weil hier ein Adapter mit bei ist. Input 12 Volt, 1A. Nee, der hat. Nee, gut, ich muss mich verbessern. Der hat Input. Der große hat Input 12 Volt, der kleine hat Input 5 Volt. Rate Power 12 Watt, steht hier gar nicht. Light Mode RGB, Light Illuminating Mode RGB, 2,4 Gigahertz sind sie beide. Ja, und dann haben wir dann noch was zum Adapter, aber der Adapter interessiert uns jetzt nicht wirklich. Alles auch EU geprüft. So, dann fangen wir erstmal an mit dem Kleinen. Wir werden uns auch die App dann angucken und werden die anschließen. Ich werde euch auch gleich sagen, warum ich auf den großen so heiß bin. Den wollte ich mir auch schon holen. Also, ah, hier haben wir dann Aufkleber. Ich habe keine Ahnung. Eine Anleitung. Einmal ein Adapter von USB auf Strom. Aber hier, ich weiß nicht, ob ihr das, ich glaube, das seht ihr nicht richtig. Mit einem Knopf. Wir können hier separat an- und ausschalten. Also keine Fernbedienung.
Ein Knopf. So, dann haben wir hier auch hier sind so ja Vorrichtungen dran. Okay. Hier kann man den dann, die sind dafür da, dass man die dann am Fernseher ranklebt oder ums Bild rum macht. Und dann kann man da den Streifen durchführen. Das sieht man jetzt schlecht. Ich hoffe, ich werde mal gucken, dass man hier ein bisschen, weil ich habe Angst, wenn ich die jetzt aufmache, dass ich sie verliere. Ne, falscher Knopf. Da. Jetzt solltet ihr das scharf sehen. So. Und dann haben wir hier halt den Streifen. Wie man da um eine Kurve gehen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Müsste man dann wahrscheinlich... So. Hier ist der Streifen. 2,8 Meter halt. Riecht aber... der Kleber riecht aber ein bisschen was. Wir haben hier wieder also riecht leicht chemisch der Kleber, muss ich sagen. Also wir haben es auch hier wieder so, dass das dann halt hier direkt angebaut ist, angebracht ist da. Hier haben wir keinen Plasteüberzug. Also die LEDs, die liegen frei. So, wir machen das mal hier ein Stück weiter zumachen. So. Wir brauchen das ja nachher noch. Wir lassen das mal ausgepackt. Wie gesagt, LED-Streifen bekommt da. Die Smart Control bekommt da. Dann irgendwelche schwarzen Aufkleber bekommt da. Die zum Befestigen bekommt da. Und eine Anleitung, die garantiert auch wieder nur für die App ist und so. Ja, die brauchen wir nicht. Die Gozon-Sachen sind sehr easy einzubinden. Ich brauche auch nicht die App und so, die habe ich ja schon. Aber hier ist noch was. Also Fernseher reinigen, Klebeband abmachen, rumlegen. Zwischendurch ab und zu nochmal mit diesen Klemmen befestigen. USB in den Fernseher, fertig ist. Wie richtig befestigt wird. Die LEDs gucken nach oben, wo der Schalter hinguckt. Jo. Ja, ist auch deutsche Anleitung alles. Wozu ich jetzt die Klebestreifen brauche, weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Aber das mit der App brauchen wir nicht. Weil ich habe die App drauf. Ist kinderleicht. Das können wir wegpacken. Brauchen wir nicht. So, wie gesagt, das ist die kleine. Die große unterscheidet sich jetzt dadurch, das wie steht hier die Länge irgendwo drauf? 5 Meter. Ja. Wir haben auch wieder einen Wandadapter, der etwas kleiner gehalten ist. Also der Wandadapter jetzt nicht. Der sieht jetzt exakt gleich aus. Ja. Auch von der Breite alles. Ist alles das Gleiche. Hier haben wir aber einen dünneren Kabel, weil das ist USB. Und der Stromkabel ist da schon ein bisschen dicker und ein bisschen... Storre, also das, wenn man das jetzt, also das kann ich euch nur sagen, ich kann jetzt hier den USB-Kabel, kann man hier, wenn ich jetzt so die Schlaufe nehme, kann ich hier so ganz leicht bewegen. Und wenn ich jetzt einfach so eine Schlaufe in der gleichen Größe von dem Stromkabel nehme, ist das wesentlich schwerer, storrer. Ja. Also da haben wir dann praktisch stehen. Ja. Und dann haben wir dann da kein USB, sondern ein Strom. Dann haben wir logischerweise die 5 Meter, da kommen wir dann gleich dazu. Müssen wir die anderen Teile noch auspacken. So. Und dann haben wir hier auch wieder eine Anleitung, die jetzt hier eine Seite gar nicht bedruckt ist. Die ist hinten nicht bedruckt, wo die anderen Sprachen stehen. Aber Deutsch und Englisch ist mit bei, das ist schon mal wichtig.
Das brauchen wir aber nicht, weil App wissen wir, wie es funktioniert. Hier haben wir auch wieder die Halterung für ein, ja, für TV jetzt zum Beispiel um die Ecke rum. Da kann man auch als TV-Halterung, also für ein TV nehmen. Ich werde sie nicht für ein TV nehmen. Ich werde euch auch gleich sagen, für was ich sie nehmen werde. Und das, was ich über habe, weil da wird ein halber Meter oder so wird überbleiben, was ich damit machen werde. So, dann haben wir hier den Wandadapter in weiß. Der Kabel sieht auch schön lang aus. Hier ist der Stromkabel. Ja. Das werden wir gleich im Hardware-Video dann auch alles testen und einbinden ins Netzwerk. So, und hier haben wir dann, die werde ich hier nehmen, nämlich, und die werde ich um mein Bild rum machen, weil mein Bild nicht mehr richtig funktioniert, die Farbe von den LED-Streifen, also von dem LED-Streifen, der außen rum ist, der funktioniert nicht mehr richtig. Ich weiß gar nicht, welche Farbe, blau war, die nicht geht. Rot, grün geht, aber blau geht nicht. Das riecht auch hier bei diesem sehr chemisch. So, es reicht, wenn wir das halt so ein Stück abmachen, dass wir die LEDs sehen. Ach, das ist auch schade. Hier sind die LEDs auch wieder nicht unter dieser Silikonschicht. Also, das heißt ja, dass sie dann wasserdicht sind. Viele schwören ja drauf, dass wenn kein Silikon ist, dass es wohl mehr Licht machen soll oder ja, keine Ahnung. Und wenn Silikon drüber ist, dann solltet wohl verblassen und Licht anders streuen. Kann ich überhaupt nicht mitgehen. Wie gesagt, ich habe hier in den Regalen habe ich den wasserdichten mit Silikon. Oben habe ich einen ganz langen mit wasserdicht. Dann im Flur, der hängt schon 2-3 Jahre. Um mein Bild rum, der hängt jetzt auch schon. Der auch 3 Jahre oder 4 Jahre oder so. Und die sind genauso hell, da hast also kein Unterschied. Überhaupt kein Unterschied zum Feststellen. Also keine Ahnung, wer das mal gesagt hat, dass die. Oder vielleicht gibt es halt auch Billigmarken, die halt ein Billig-Silikon verwenden. Kann möglich sein. Will ich gar nicht abstreiten. Habe ich aber so noch nicht erlebt bei meinen. Also bei meinen überhaupt nicht. So. Dann werde ich jetzt nämlich gleich alles fürs Hardware-Video vorbereiten, wo wir beide LED-Streifen anschließen werden. Wir werden beide LED-Streifen in unser Heimnetzwerk aufnehmen und dann gucken, wie das aussieht. Ob wir den kleinen, obwohl es nicht da steht, nee, bei dem großen steht es nicht da, auch über das Handy steuern können und wie wir sie einbinden, wie das alles funktioniert. Vom Ersteindruck bin ich von beiden Streifen, ja, ich kann nicht sagen positiv überrascht oder begeistert oder irgendwas. Es ist Gosund und ich habe von Gosund halt noch nie Produkte gehabt, die halt eine minderwertige oder eine schlechte Qualität hatten. Egal, ob es die Glühbirne, ob es die Steckdosen oder was weiß ich ist. Alle waren immer sehr sauber verarbeitet. Das Einzige, was mich hier überrascht hat, dass die LED-Streifen beim Auspacken sehr chemisch gerochen haben. Also der Kleber, der ist wirklich sehr intensiv. Das hat mich ein bisschen überrascht und selbst jetzt, wo sie vor mir liegen, ein Stück weiter weg, riecht man diesen Kleber noch. Das ist ein bisschen störend, finde ich. Vielleicht bin ich da auch aber gerade nur ein bisschen überempfindlich. Aber sonst, die Kabel sehen gut aus, haben eine vernünftige Dicke, Verarbeitung sieht gut aus, es ist genug Zeug mit bei. Anleitung ist hoch, aber brauchen wir nicht. Zeige ich euch gleich. Einbinden ist so einfach in die Gosund-App. Ja, wie immer bin ich sehr zufrieden, würde ich sagen. So, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wo wir dann alles anschließen werden. Ich werde schon mal vorbereiten, schon mal Strom und so alles verlegen, damit das nicht im Video ist. Bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.